Hi Leute, Bushcraft Deacon hier, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin hier gerade im Spandauer Forst, im Wildtiergehege und dachte, ich nehme euch mal mit. Mal schauen, ob wir ein paar Schwarzkittel sehen. Rot- und Dammwild haben wir ja auch und Mufflons. Und ein paar Sachen wollte ich eh mal testen und so und einfach mal ein bisschen Zeit genießen draußen. Und ja, kommt einfach mit. Magst du dem auch mal was zu essen nehmen? Nein. Lieber nicht. Papa, ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig sind wir. Okay. Oh, der Basis. Der ist ganz gut. Ganz gut. Danke. Ja, du Hübscher. Ja, Brot füttern und zack, sind sie alle da, die Enten. Das sind ein paar Hörner. Sehr edel.
bestimmt tolle Trinkhörner. Schade, dass die Straße so nah ist. Aber andererseits kommen dann die Leute natürlich schneller hierher. Hier wird geklettert. Nein, du hast mich im Blick, ne? Freie Nase. Das Coole ist, wir haben so eine schöne Behausung da hinten. Können sie unterziehen. Feine Sache. Tiere. Schöne Schwarzkippe. Mensch, von lauter Film. Schwein hinter Gittern. Ah, schwer. Gut.
Wir haben hier auch so kleine Schutzhütten, will ich jetzt nicht sagen, aber so Überdachung. Also wenn es regnet, kann man da sich auch unterziehen und hinsetzen. Überall Mülleimer, ist also ganz schön sauber und aufgeräumt hier. Es gibt sogar einen Futterspender, damit man den, das Wild nicht immer mit Brot füttert, weil es ja nicht so gut für den Magen ist oder für den Verdauungstrakt. Hält sich ja keiner irgendwie dran, habe ich gerade vorhin gesehen. Aber naja, es gibt einen Futterspender, den man sich dann für einen Euro oder so eine Pellets holt. Und ja, bis jetzt finde ich ganz niedlich, also ist relativ klein gehalten, aber schön und überschaubar. Hier haben wir schon so eine Überdachung, die ich meinte. Natürlich nah an der Straße, also sind ja auch die Jugendlichen, die ja dann hier ranschmieren, aber das Haus steht ja wenigstens noch, oder die Hütte. Da ist so ein Mülleimer, den haben wir echt überall. Darum haben wir keinen Müll großartig rumliegen. Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, beziehungsweise nichts verpassen wollt, einfach abonnieren. Würde mich sehr darüber freuen. Euer Buschkräftigen. Bis bald im Wald.